Der verrückteste Wettstreit des Jahres. Das perfekte Weihnachtshaus. Dann können wir jetzt ja loslegen. Sie dekorieren reichlich. Das kann gut sein, dass andere hier schon leicht am Rad drehen würden. Bei uns ist es normal. Und sie wollen sich gegenseitig übertreffen. Wir haben sogar lebende Elfen in ihrer Deko. Ist mir persönlich too much. Wer hat das perfekte Weihnachtshaus am 4. Advent?